Ja, hi und hallo, Tag zusammen bei Potternander. Wir sind heute wieder unterwegs auf unserem Sonntagsspaziergang am 1. Advent auf dem Leanderlandsteig im wunderschönen Fellbad Langenberg. Und heute sind wir auf den Spuren der Kohlentreiber. Lasst euch überraschen. Hast du jetzt gesagt? Nein. Ah, ist herrlich. Oder Martin, kannst du noch? Ja, noch geht's. Ach, weiter Boah. Atmen. Das dauert. Boah. Was ist man hier oben? Ah. So, Frau Schatz, wie geht es Ihnen? Was sagst du? Ja, wir müssen ja auch ständig filmen. Ach, es hat ein herrliches Bild hier, herrlich. Liebe Wandergemeinde, könnt ihr noch? Yay! Oh, guck mal, Wahnsinn! Die Wildgänse. Man hört es da ganz deutlich. Oh, Lunge ist frei. Lunge ist frei, ja herrlich. Einfach schon ordentlich angeschwitzt. Aber lohnt sich. Wenn wir unsere Navigationsfrau nicht hätten, würden wir ja glatt mit unseren zwei Hochleistungs-End-Navigationsgeräten uns verlaufen. Sehr matschig. Ja, man ist immer sehr schön im Schritt. Und wenn man am schönsten im Schritt ist, dann kann man schon mal vorbeilaufen. Also Achtung! Wenn ihr unten angekommen seid, sagt mal, ob es sicher ist. Dann ist wieder klar, wie am letzten Mal. Oh oh. Ja komm, ich mach die Kamera aus, dann wird es nicht so peinlich. Ah, demnächst nehmen wir Salzzeug mit. Ne, ich sag mal, wo bist du wohnen gefroren? Ja genau. Ey, aber voll schön. Geil. Besser, ja. Total gut. Vorbei, laufen. Ah, ich. Der Örkhof. Ja, leider. Ja, hier waren wir schon mal. Ja, hier ist schön. Das ist die Entdeckerschleife Biohöfe im Windrader Tal. Und das ist hier einer der vielen Biohöfe, wo man entlang kommt. Ah, und jetzt gehen wir das Ganze tatsächlich in die andere Richtung und folgen weiter den Kohlentreiberwegen. Ja, ich kann mich gar nicht satt sehen, das ist total herrlich. Und hier die Damen und Herren, die finde ich auch total schön. Und während unsere Schatten immer länger werden, verlassen auch unzählige, was sind das, Wildgänse das Revier und machen sich auf den Weg nach Südafrika oder so. Das ist jedenfalls, das ist wirklich ein Spektakel. Man hört erst das Vogelfieh,
bevor man sieht, und dann ist da noch diese beachtliche Formation. Es ist wirklich ein Naturschauspiel. Und ebenso beeindruckend ist hier dieser Ausblick. Wahnsinn! Und da sind wir auch schon wieder angekommen in Langenberg. Das ist sogar noch hell. Ja, ich hätte an jeder Ecke wieder fotografieren und filmen können, dann wäre es aber auch schon stockfinster. Also die Tour war, naja, also der Startpunkt war jetzt nicht ganz so prall. Vom Parkplatz her hätte man sicherlich an einem anderen Punkt verlegen können. Aber oben zwischen den Feldern, Windratertal, also malerischer kann das überhaupt gar nicht sein. Ansonsten hätte es herbstlicher gar nicht sein können. Ne? Die Sonne, die stand so tief, die Schatten lang. Wirklich dann auch noch die Zugvögel da in der Formation am Himmel. Das war wirklich wunderschönes Naturschauspiel. Und ja, jetzt sind die Beine sind nicht schwer, da ist nichts. Na, ich könnte noch eine Runde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt gesund, schönen ersten Advent. Bis dahin, euer Strömi, ne, von Podanana.